Ja, wir stecken in der Scheiße. Schalalala. Willkommen zurück zum Let's Play U-Boot. Wir haben letzte Folge ein bisschen Unsinn getrieben, indem wir nämlich einen Zerstörer zersägt haben. Der Kumpelzerstörer vom Dienst, der hat sich jetzt gedacht, kommst du mal lecker bei mich bei, und deswegen sind wir hier getaucht im Rückwärtsgang, um uns dem ein wenig zu entziehen. Ich werde auch jetzt noch ein bisschen Backbordruder legen, um das eben genau so zu korrigieren. Da vorne kommt der Kollege nämlich schon. So, und wir müssen jetzt, das ist auch irgendwas Spannendes, irgendwie eine Town-Klasse oder sonst irgendein blödsinniges Gerät. So, auf jeden Fall, ja, das ist irgendwie eine Town-Klasse oder sonst irgendwas. Woran sehe ich das? Weil das Ding viele Schornsteine hat, ganz einfach. So. Ja, wir hatten ja letzte Folge nicht nur den Geleitzug, diesen Geleitzug hier entdeckt, sondern auch gemerkt, dass dieser Geleitzug möglicherweise nicht ganz so stark gesichert ist. So, das bedeutet, der Plan wäre, beziehungsweise steht immer noch so, die Geleitschiffe zu zerbraten und danach ganz gemütlich in irgendeiner Weise dann die Frachter, so, Name nicht eingefallen. Die Frachter aufs Konto nehmen. Ich glaube, es ist die Town-Klasse. Ich glaube, weil der so ein komisches, sieht der so ein komisches Drahtgittergestell, Turmgedöns da auf dem hinten drauf hat. So, Frage ist, wie weit bist du denn von mir entfernt? 4,9 Kilometer. Du bist echt nah dran gerade. Das gefällt mir nicht. Wir schalten auf leise. Wir schalten auf leise. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Könnten wir vielleicht. Nee, heiz mir mal Rohr 4 nach gerade, weil da ein T3er drin ist. Und dann ganz viel Glück haben, dass er uns nicht hört. Er fährt auch ziemlich schnell gerade. Und er fährt auch ziemlich spitz gerade. Das gefällt mir weiterhin immer weniger. Das gefällt mir weiterhin immer weniger. Ach Quatsch, ich habe das falsche Ruder gelegt jetzt. Das ist natürlich auch doof. So. Weil da kommt er auf jeden Fall an und er wird auch schnell näher kommen jetzt. Weil er direkten Abfangkurs zu uns hat. 4 Kilometer genau. Er wird sehr, sehr schnell näher kommen. Aber noch hat er uns nicht komplett gesehen, weil er noch keinen Kurs auf uns gesetzt hat. Hätte er uns komplett gesehen, dann würde er sofort Kurs auf uns setzen. Momentan geht es noch. Wir fahren mit 11 km/h weiter rückwärts. Mit ein bisschen Glück klappt das. Mit ein bisschen Glück klappt das. Müsste gerade eigentlich mal meine Stoppuhr holen. Gerade eigentlich mal meine Stoppuhr holen. Warte mal, so, er hat jetzt eine Peilung von, lass mich nicht lügen, 3,5 Kilometern. So. Das werde ich auch so direkt eintragen. Ich nehme mich jetzt mal meine Stoppuhr. Man hat ja auch in echt eine Stoppuhr. Das ist ja vollkommen legitim. So. Warte mal. Was habe ich gerade gesagt? 3,5 Kilometer auf 89 Grad. Okay. So, vielleicht kriegen wir den ja. Vielleicht ergibt es sich ja, dass wir den kriegen. So. 89 Grad, 3, 5 Kilometer, 89 Grad. So.
Und jetzt lassen wir mal weiterlaufen. Und zwar lasse ich ihn jetzt genau um mal so 30 Sekunden weiterlaufen. Oder mal eine Minute oder sowas. In Echtzeit. Und dann soll er gleich mal herausfinden, was der da überhaupt sich für Geschwindigkeiten gerade leistet. Das macht gerade so den Eindruck, als wenn er beschleunigen würde. Und zwar richtig hart. Es gefällt mir nicht, es gefällt mir nicht, was der sich da leistet. Neunundvierzig Sekunden, so. Noch nicht. 55, 56, so. Nach circa einer Minute. Stopp, genau so. Wir haben jetzt. Wie liegt er jetzt zu uns? Er liegt jetzt 3 Kilometer auf 80 Grad. 3 Kilometer auf 80 Grad. So. 80 Grad. 3 Kilometer. Zusammen mit unserem eigenen Schubsversatz ergibt sich dann solch ein Kurs. Nee, warte mal. Gibt sich dann solch ein Kurs. So. Den werde ich dann auch jetzt einmal genüsslich abtragen. So, das Lot hochfällen. Ein Kurs von 80 Grad. Ein Kurs von 80 Grad, 3 Kilometer. Und jetzt kommt der Moment, wo sich Mensch von Affe trennt. Ich habe ja jetzt hier auf dem, warte mal, so, habe ja jetzt hier eine Distanz gemessen zwischen ihm und ihm. So, das heißt, diese Distanz wurde jetzt in einer Minute gefahren, ne? Oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? So, ich glaube ja, ne? So, das heißt, wir haben eine Distanz von 640 Meter in einer Minute. Das wären dann 640 Meter in einer Minute. Sind 38.400 Meter pro Stunde, also 38,4 km/h. So, ich habe das mal so, also ich habe ja da jetzt 33 gemessen, 38,4, so, ne, 38, Punkt, 4 muss ich dann Punkt zuwenden, ja, muss ich. Okay, theoretisch müsste das gehen. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Wie tief ist die Town-Klasse? Die 2,7. Oh. Warte mal, dann gib mir das mal so. So. Rohr 4 fertig. Sehr schön, sehr schön. Gib mir das mal. Eventuell mit ganz, ganz viel Glück und Cherry on top wird das funktionieren. Mit ganz, ganz viel Glück. Glaube ich aber nicht, dass es funktioniert. Ich glaube, der Torpedo wird jetzt gleich ziemlich stabil daneben gehen. So. Weil er den Torpedo wahrscheinlich sehen wird. Oder dergleichen. Aber wir müssen es zumindest versuchen. Nee, er fährt meilenweit daneben, der Torpedo. Er hat wahrscheinlich wieder die Geschwindigkeit geändert oder so. Okay, aber es war ein Versuch wert. Es war ein Versuch wert. Warte mal. Hat er wieder die Geschwindigkeit geändert? Er ist gerade auf jeden Fall extrem schnell gewesen. Können ganz gut sein. Wir werden jetzt nochmal manuell messen. Ob 10 er Sekunden irgendwie. bis Einschlag. Nein, da schlägt nichts ein. Der Torpedo ist weg. 35 km/h, genau. Er ist nämlich um 3 km/h langsamer geworden. Ha!
Er ist um 3 km/h, zwischendurch ist er nochmal um 3 km/h langsamer geworden und deswegen fliegt sofort der Torpedo neben. Ja, gut. Das war aber abzusehen, dass der Torpedo daneben geht. Also da habe ich schon fast mit gerechnet, weil ein Zerstörer, der auf Alarm ist, den trifft man nicht. Den trifft man gar nicht, weil der einfach zu häufig seine Geschwindigkeit ändert. So. Ja, das Ding ist aber, der trifft mich jetzt auch nicht, weil ich bin voll weg. So, das heißt, er wird uns auch nicht treffen. Und man sieht, es ist auf jeden Fall eine Town-Klasse I28, was auch immer das sein mag für ein blödsinniges Gerät. Da 2,3 Kilometer. Wir müssen auf jeden Fall sehr, sehr langsam jetzt vorgehen. Hier ist alles abgeschaltet, was abgeschaltet sein kann. Er ist direkt neben uns eigentlich. Es ist ein Wunder, dass der uns nicht sieht. Oder dergleichen. Weil er ist eigentlich direkt neben uns. Er ist eigentlich direkt neben uns. Wir werden das Ganze mal so auf sich beruhen lassen. Er fährt tatsächlich wie auf Schienen diesen einen Kurs ab und ändert nur seine Geschwindigkeit hin und wieder. Er fährt wie auf Schienen den Kurs von 80 Grad. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Okay, jetzt dreht er ein bisschen an. Kann uns aber auch egal sein. Jedenfalls würde mal sagen, wir sind jetzt so meilenweit weg von ihm. Kann uns gerade ein Stück egal sein. Boah. Das kann uns gerade ein Stück egal sein. Wo ist denn jetzt der restliche Geleitzug? Da hinten sind die ganzen Beuteschiffe doch. Guck sie dir alle an. Oh, wie lecker. Jungs, euch kriege ich nur alle. Ich muss zuerst diese komische Nussschale hier versenken und dann. Dann kriegen wir uns auch, ne? So. Heißt, die Town-Klasse, die muss weg. So. Irgendwie. Ich hoffe inständig, dass wir jetzt gleich ein wenig zu weit weg sind, als dass er uns in irgendeiner Weise hört oder uns bemerkt. So. Fährt gerade auch. Er fährt gerade schon per se irgendwie komplett an den Mond. Wir gehen mal auf direkten doch Ostkurs, so. Wir gehen mal auf direkten Ostkurs und fahren dann mal mit langsamer Maschinenleistung hinterher. Einfach nur so, weil es geht. So, weil da hinten fährt halt exakt um uns rum. Ist exakt um uns rumgefahren. Ich wundere mich, dass er halt unser Uzo nicht gesehen hat. Beziehungsweise hier Periskop nicht gesehen hat. Irgendwie sind die gerade ein bisschen blind gewesen, die Briten. Das weiß ich aber, dass das Spiel das noch besser kann und noch gemeiner kann, weil wir bis 2,3 Kilometer ranfahren, wir waren sehr nah dran am Zerstörer gerade. Das war tatsächlich ein bisschen knapp und wir haben noch ein bisschen Dusel gehabt. Fährt astrein, fährt er vor uns her. Es ist nicht zu fassen. Pass mal auf. Wir gehen mal auf 50 Meter runter. Dann soll mal Opa Hans die Ohren ins Wasser halten, ob die vielleicht, ob der Zerstörer, der vorausfährt, jetzt tatsächlich wieder auf langsame Geschwindigkeit gegangen ist und somit ein Opfer ist. Das wäre zum Beispiel so eine Idee. Das wäre zum Beispiel so eine Idee. So. Runter, runter. Einmal vernünftig ganz nach unten, genau. Dann kann Opa Hans einmal einen Helfershelfer mit dabei kriegen, mit in seinen Horchraum, genau. Ja, ist ja gut. Es ist tatsächlich so, dass die wieder auf normalen alten Kurs gegangen sind. Es ist ja faszinierend, wir können die ja richtig am hier an der Nase rumführen. Krass.
Ja, Batteriekapazität immer noch 96%. Wir sind ja nicht großartig rumgefahren gerade oder so. Nur ein bisschen zurückgesetzt und dann ist die Kiste an uns vorbeigesegelt. Ja. An die werten Herren Tommys, das tut mir ja sehr leid, aber ihr seid leider einfach ein kleines bisschen vom Aussterben bedroht gerade. Das ist so. Ne, wir gehen mal wieder in Richtung Seerohrtiefe hoch. So, und beschleunigen dann mal ein bisschen, dass wir hinter denen herkommen. Ich muss ja zumindest ein bisschen hinter denen herkommen und dann schauen wir gleich nochmal, wie der Generalkurs von denen ist. Glaube immer noch, dass der Generalkurs von denen irgendwie so 97 Grad oder so sind. Irgendwie sowas. Zumindest war er das gerade eben. Große Gruppe von Schiffen festgestellt. Alles gut, alles gut. So. Bist du einigermaßen durchgependelt? Gut, dann gehen mal direkt auf Seerohrtiefe, weil ich möchte gucken, ob keiner guckt. Da oben. So, und das Beobachtungsperiskop, das machst du mal bitte aus, weil das nämlich sonst zu sehr gesehen wird. Ich möchte, dass, wenn dann nur die Kommandanten gerade oben durchs Angriffsperiskop gucken. So, und der Plan ist dann jetzt. Ich glaube, wenn die mir sowieso vorausfahren. Mal guck mal, die tun ja gar nichts da vorne da. Da. Wenn die da sowieso nichts tun, dann kann ich denen auch ganz easy mal hinterherfahren und mal ein bisschen den Kurs herausfinden. So. Und dann fahren wir eine große Spitzkehre und greifen noch einmal an. Eine sehr gute Idee. So, das heißt, wir schalten mal den Kreiselkompass an und messen jetzt ganz in Ruhe diesen Kurs ein. So, wie gesagt, ich glaube, dass es 97 Grad ist. Wir haben ja schon einmal recht eindrucksvoll letzte Folge, Ende letzter Folge bewiesen, dass das so funktioniert. So. Km/h, genau. Er hat immer noch etwas Abweichung. Er hat immer noch etwas Abweichung. Ich möchte versuchen, weiterhin direkt hinter ihn zu kommen, am liebsten. So. Direkt hin. Wir gehen direkt hinter ihn. Und wenn wir direkt hinter ihn sind und der Kurs nicht mehr von seitlichem Versatz geprägt ist, dann haben wir sozusagen den richtigen Kurs herausgefunden. Das heißt, direkt auf ihn zu, wenn man so will. So. So. Ich jetzt direkt ihn anvisiere. So. Und direkt hinter ihm herfahre, dann hat mein Schiff natürlich denselben Kurs wie sein Schiff. So. Immer schön einmessen lassen. So, und was haben wir denn dann da für einen Kurs? Der Kreiselkompass ist ja jetzt an, habe ich mir sagen lassen. Was steht denn da auf dem Kreiselkompass für eine lustige Zahl? Oh, 100 Grad. Also, da war ich mit meinen gemessenen 97 Grad schon sehr, sehr nah dran, wenn ihr hier einen Kurs von 100 Grad habt. So, Frage. Moment, oben rum überholen, nördlich rum überholen oder südlich rum überholen? Ich wäre fast dafür, ihn südlich rum zu überholen. Dann sind wir schon mal in der Nähe von den Frachtern. Nur so, ne? So. Glaube, das wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee. Wie sieht die Batterie jetzt aus? Batterie ist bei 88% und das ist noch einigermaßen gut. Gut, dann, ich glaube, dann nehmen wir von diesem Kurs aus mal eine kleine Änderung vor. In 45 Grad mit Volldampf. Dankeschön. So. Und umgehen die mal ein bisschen.
So, und umgehen die mal ein bisschen. Jetzt habe ich hier so ein scheiß Chaos veranstaltet, dass ich gar nicht mehr weiß, wo jetzt eigentlich meine Kurslinie war und was jetzt eigentlich hier irgendwie passiert ist. Das macht das nicht. Macht das nicht. Ihr solltet, wenn ihr so etwas selber macht, solltet ihr vernünftig Buch führen über Kurs und also solche Sachen. Schreibt das nicht so durcheinander, wie ich das gemacht habe. Das ist blöd. So. Gut. Glaube, dann können wir direkt an den Start gehen hier. So. Und jetzt müsste er ziemlich genau quer ab von uns sein, nämlich quer ab an Backbord. So, da vorne ist er nämlich. Ganz in toll und lecker. Die Town-Klasse. Er ist entfernt 4,8 Kilometer. Das ist ein bisschen wenig, aber. Ne, oder? Doch. 4,8, 4,9 Kilometer, ich würde sagen, dass das so einigermaßen stimmt. Gut. Dann, wie macht man das denn jetzt am besten? 4,8 Kilometer auf fast 270 Grad, 200, keine Ahnung, 85 Grad. Also 90 Grad war das nicht, sagen wir mal 85 Grad auf 4,8 Kilometer. Irgendwie so, schätze ich mal, habe ich ihn gerade angepeilt. Ich möchte aber noch weiter nach, noch viel, viel weiter, noch viel, viel weiter. Oh, noch mehr Wasserbomben. Oh, ho, ho, ho. Meine Freunde, es wird immer spannender. Es wird immer spannender. Aber ich glaube, warte mal. Wenn er jetzt. Wir werden das jetzt mal machen. Wir haben ja. Ich habe meine gerade immer auf der Karte ein Kumpel-U-Boot gesehen zu haben. So. Wenn er jetzt gleich nicht reagieren sollte. Wisst ihr, was wir dann machen? Dann reißen wir schon mal ein Torpedo auf einen von diesen Frachtern an hier, die hier überstehen, weil die sind nämlich hier in der Nähe. Da, guck. Die sind direkt hier in der Nähe. Die kann man eigentlich sofort aufs Korn nehmen. Da hinten ist noch ein Kampfschiff. Und mal schauen, ob die anderen Kampfschiff jetzt irgendwie sich regen oder drehen oder so. Flugzeuge in Sicht. Okay, das ist jetzt nicht so geil. Das werden wir mal ganz schnell beheben, indem wir hier einfach so ein bisschen runtertauchen und da einfach mal komplett weg sind. Pass mal auf. LI, du gehst mir mit an die Tiefenruderstation. Wir müssen das gerade versuchen, dass wir hier in diesem Gleitzug drin bleiben und gleichzeitig nicht entdeckt werden. Deswegen ist jetzt dieses scheiß Flugzeug gerade mal ein Stück suboptimal. So. Also sogar ein Stück sehr suboptimal. 30 Meter. Was ist er hier? Der Kollege hier will irgendwas. Wenn du angreifen willst, dann mach doch irgend so eine Nussschale platt oder so. Greif doch so ein Dingsteil hier an. Der Rest ist doch egal. Ja, genau. Und die gesamten Bewacherschiffe verziehen sich alle. Die verziehen sich alle.
Jetzt mal auf, das sind 90 Grad. Das sind 100 Grad. Das ist der Generalkurs von dem gesamten Geleit. Mit ein bisschen Glück wären sie uns gar nicht sehen. Mit ein bisschen Glück werden sie uns gar nicht sehen. Da hinten spielen zwei Fangen mit einem unserer Kollegen. Denen können wir vielleicht. Ja, weiß ich nicht, ob wir denen helfen müssen. Jedenfalls, die beiden sind ein bisschen abgeschlagen vom Ziel. Er hier vorne und er hier. Die haben auf jeden Fall noch ein bisschen Stress am Stissel. So. Beziehungsweise die kriegen noch Stress am Stissel. Mannschaft ist überlastet und gestresst. Das macht überhaupt nichts. Dann sind die eben überlastet und gestresst. Wir geben dem 1-4-Oma einen Kaffee und legen den mal für eine Weile ins Bett. So, währenddessen kann Konrad Otto bitte mal eine Sache machen. Wir haben ja zwei Torpedos verbraucht. Wenn sich gleich die Lage wieder beruhigt hat, dann hätte ich sehr gerne zwei neue da drin. Nö, seht ihr doch auch so. Glaube ich. Wenn sich gleich die Lage wieder beruhigt hat, dann hätte ich gerne zwei neue da drin. So, und auf 90 Metern ist es schön, dass man da einen Torpedos nachladen kann. Das ist hervorragend. Das geht super. Das geht super. Und weil diese ganzen anderen Frachter so unglaublich schön viel Lärm machen, wird niemand im entferntesten Maß auch nur annehmen, dass wir eventuell in der Nähe sein könnten. Schaut mal, was das hier für ein Lärm ist. Werden die uns hier sehen. So. Wir haben den Generalkurs von ihnen herausgefunden. Wir wissen, dass sie ungefähr 13 km/h fahren. Das ist etwa halbe Kraft. Jetzt gerade mit der E-Maschine. Die E-Maschine ist noch verhältnismäßig voll. Ausgebaute Batterie ist auch. Also momentan. Wir kleben an ihnen wie die Bluthunde. So. Das bedeutet, für die Bluthunde werden wir jetzt erstmal ein paar alle nachlegen. Weil das muss jetzt erstmal sein. Und danach. Weiß gar nicht, ob wir dann nicht versuchen sollen, ein, zwei Kampfschiffe aufs Korn zu nehmen oder direkt diese ganz fetten Geräte hier. Mal so klatsch, klatsch. Oder? So, du hast das schon geladen. Sehr schön, sehr schön. Du kannst mir direkt noch was laden. Kannst mir direkt noch einen laden. Bin ja gespannt, ob wir die jetzt richtig zum Narren halten können. Vielleicht. Tatsache. So, also die Rohre werden hier durchgeladen. Das ist hier sehr schön. Jetzt haben wir direkt die nächsten. Wir könnten eigentlich versuchen. Warte mal. Kann die ja eigentlich direkt anheizen, ne? Oder wie sieht das aus? Er kann ja eigentlich mal die Rohre direkt anheizen. So. Alle, die es gibt. Und zwar alle zwei Ingenieure, die können jetzt mal hier die Rohre nachheizen. Und wenn dann der Geleitzug langsam geworden ist. Was auch der Fall ist. Wo können wir eigentlich angreifen? Also ich weiß nicht, wo da das Problem sein soll. Dann können wir eigentlich angreifen. Und zwar mal amtlich. Und können wir direkt den Geleitzug angreifen? Das ist eine ganz gute Idee. Das ist eine ganz gute Idee.
So, Rohr 1. Mal nachheizen, genau. Alles gerade an den Start bringen. Ist man an. Nee, warte mal. Du gehst auf Rohr 1 und du gehst auf Rohr 3. So. Jetzt will er auf Rohr 5. Das brauchst du aber nicht. Rohr 5 brauchen wir gerade noch gar nicht. Du kannst von mir aus Rohr 5 gerade ein Stück nachheizen. Ist aber gerade nicht so wichtig. Gut. Der 1BO geht mal bitte an die Karte. Wir erhöhen dann unsere Tauchtiefe auf Zero-Tiefe. Wir gehen mal in Richtung 16 Meter. So, mal aus der sicheren, die sichere Tiefe mal verlassen. Momentan sieht uns ja keine Sau. So, momentan sieht uns ja keine Sau. Und dann gehen wir bitte auf Gefechtsstation. So. Genau. Dann könnte man eigentlich einmal auf Zero Tiefe 8 Meter. Schön langsam und vorsichtig. Ich nehme diesmal die elektrischen Tiefenruder mit, weil die einfach ein bisschen präziser sind. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht fies über Wasser irgendwie uns bemerkbar machen. Wo sind die nächsten? Da ist die Boswell. So. Da ist die Boswell. Aber hier ist noch irgendwas. Oh ja, genau. Oh ja, genau. Pass mal auf. Pass mal auf. Wir könnten T1er verwenden. Das möchte ich, glaube ich, tun. Das möchte ich, glaube ich, tun. Auf Seerohrtiefe gehen. Und er liebe die Tiefe genau halten. Ich muss gucken. So, Dankeschön. Er fährt exakt 90 Grad zu uns. Ja, 95,7. Was weiß ich. Das ist circa 100 Grad. Also ziemlich genau. Ja, nicht so ganz. Das ist. Weiß ich nicht. So irgendwie. Das ist 100 Grad. Gut. Was ist das für eine Kiste? Das ist eine. Er hat so einen Funkmast. Er hat so einen Funkmast. Das heißt, du bist ein Frachtertyp Explorer. Entfernung. Entfernung. 2,7 Kilometer auf 84 Grad. 2,7 Kilometer auf 84 Grad. So. Bei 13 km/h natürlich, ne? Wir wollen ja immer schauen, dass wir hier diese 13 km/h einhalten. Noch einmal kurz nachmessen, ob das doch stimmt. Das ist 13 km/h. So. Das wäre der erste. Nun, der zweite, das bist du hier, ne? Du bist ein bisschen hinter mir. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt so torpediert kriege. Du bist aber auch eine Explorer. So. Du bist auch relativ nah bei mir. 1,2 Kilometer Kurs, 100 Grad Geschwindigkeit, 13 km/h. Kann ich dich angreifen? Ich kann dich gerade eben so angreifen. 1,1 Schussentfernung, 1,1 Meter. Kilometer. So. Heißt. Geschätzte Schussentfernung 2,9 Kilometer. Ein bisschen Schwein. Wird es klappen?
2,8 Kilometer, pass mal auf. Tor 2 bewässern. Du fährst mir bitte Vollgas. So, Tiefgang 8,9 Meter, das heißt, du fährst auf 7,5 mit einem Magnetzünder. So. Ja, Rohr 2 fertig. 2,8 Kilometer. Mal schauen, ob das geht. Los! Der nächste. Rohr 1 bewässern. Der fährt auch Vollgas. Der fährt aber auf ihn hier vorne. Und ich möchte, dass, wenn dieser eine Torpedo hier vorne möglicherweise ins Ziel kommt, dass der andere dann ebenso da ist. Das heißt, wir müssen jetzt, wir hatten eine Schussdistanz von 1,1 Kilometer, müssen diese 1,1 Kilometer irgendwie vorhalten in irgendeiner Weise. So. Da wären dann die 1,1 Kilometer und so lange hoffen wir mal, dass hier nichts passiert und dass wir nicht gesehen werden. 7,5 Meter bleiben wir auch. Er bleibt auch so schnell, wie er kann. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht klappt das ja. Das wäre natürlich extrem geil. Zwei gleichzeitig. 1,2 Kilometer. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 1,2 Kilometer, das haut in etwa so hin. Das müsste jetzt, der Torpedo müsste jetzt ungefähr in dem Bereich sein. Zumindest wenn ich jetzt, ich mache das jetzt alles nur so über Karte, ne? So. Mal schauen. 1,1 Kilometer, Torpedo ist heiß und scharf. Vielleicht klappt's ja. So. So, und jetzt möchte ich irgendwie, ich glaube, ich möchte da irgendwie weiter rein, um mich in Sicherheit zu bringen, wenn er jetzt gleich, wenn die Teile da vorne jetzt gleich Action veranstalten. So, hier vorne ist der erste Torpedo jetzt. Der kommt auch sehr gut, er kommt tatsächlich sehr gut. Und hier ist der zweite, der kommt auch sehr gut. Das haben wir gerade tatsächlich über die Karte einigermaßen gut abgemessen. So. Wollen wir mal schauen, was du jetzt hier machst. Torpedoversager, leck mich doch am Gewürzkranz. So, schauen, ob der andere funktioniert. Er funktioniert, hervorragend. Also, zwei Treffer, davon ein Torpedoversager. Super. Super. Aber wenigstens haben wir diese eine komische Nussschale hier komplett zersägt. Das ist ja schon mal etwas. So. Ärgert mich extrem, dass es ein Torpedoversager war, weil war ein angeheizter T3. Nee. Doch. Ein angeheizter T1er mit T3er Zündpistole. Und trotzdem hat er nicht funktioniert. Sind die magnetischen T3er Zündpistolen auch nicht so da ganz das Wahre? Naja. Gut. Dann. Ich glaube, jetzt haben wir 40 Minuten. Ich glaube, ich fahre jetzt darüber zu dieser Nussschale da, bringe mich unterhalb der Nussschale in Sicherheit. Wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn ich versuche, hier noch ein bisschen Unsinn zu veranstalten. Dieser Torpedoversager pisst mich gerade ein Stück an. Ja, wenn euch der Kram trotzdem gefallen hat, dürft mir gerne ein Like und ein Abo da lassen. So, bis demnächst. Tschüss.